Hallo EDC und Messerfreunde. Ihr seht hier zwei Neutron-Star auf dem Tisch liegen. In diesem Video werde ich beide Messer vergleichen, schauen, was für Unterschiede es gibt und was für Gemeinsamkeiten. Dass dieses Neutron-Star mit den glatten Griffschalen habe ich auf meinem Kanal schon genauer vorgestellt. Wer dieses Video noch nicht gesehen hat, schaut es euch gern an. Ich werde das Video unter diesem Video verlinken. Aus diesem Grund gehe ich jetzt nicht auf jede Einzelheit ein, sondern zeige nur, welche Unterschiede es zwischen beiden Modellen gibt. Und warum habe ich überhaupt beide Modelle? Das Messer mit den glatten Griffschalen hatte ich bei der Crowdfunding-Kampagne bestellt. Als ich das Messer bekommen hatte, zeigte David das Modell mit den gefrästen Griffschalen in einem kurzen Video. Und da konnte ich nicht anders und musste diese Ausführung bestellen und kaufen. Komme ich mal kurz zu den Daten. Die Abmaße sind gleich. Länge geschlossen sind 10,8 cm, geöffnet 19,5 cm. Die Klinge hat 8,4 cm und das Gewicht bei dem Modell mit den gefrästen Griffschalen ist 107 Gramm und bei dem mit den glatten Griffschalen 105 Gramm. Also kein großer Unterschied. Beide Messer haben eine Drop-Point-Klinge mit einem Hohlschliff, der sehr scharf ausgeschliffen ist. Der Unterschied bei dieser Klinge haben wir hier eine Swetch. Die ist beidseitig gleichmäßig ausgeführt, sehr gut, gefällt mir richtig gut. Außerdem haben wir bei dem Modell mit den gefrästen Griffschalen ein Chimping auf dem Klingenrücken. Das ist nicht aggressiv. Ich finde, es passt auch sehr gut zu diesem Messer, zu der Klingenform. Und bei dem Messer haben wir ein glatt, also ist hier oben glatt. Finde auch zu diesem Messer passt es genau. Ja. Das mit der Klinge, mit der Swetch passt, also gefällt mir etwas besser. Ja. Aber das ist reine Geschmackssache. Ja, ich habe auch schon beim Video, unter meinem Video gelesen, dass jemand diese Klinge besser gefällt. Ja, aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Beides sind schöne Messer. Ein weiterer Unterschied ist natürlich, den sieht man, hier sind die Griffschalen gefräst, hier sind sie glatt. Optisch gefällt mir auch die Fräsung richtig gut und es gefällt mir besser. Und haptisch hat man natürlich mehr Grip. Beim Arbeiten mit zum Beispiel nassen Händen wäre das hier ein Vorteil. Aber nichtsdestotrotz liegt auch dieses Messer richtig gut in der Hand und eigentlich nutzt man das ja im urbanen Bereich. Also ich finde es jetzt nicht schlimm oder das wäre jetzt kein Dealbreaker, dass hier die Griffschalen nicht gefräst sind. Ja? Also ich habe mir das ja auch bestellt. So, ein Unterschied, den man nicht sieht. Die Innenseite bei diesem Modell ist massiv, also nicht ausgefräst. Ja. Und bei dem Modell mit den glatten Griffschalen haben wir die Innenseite, haben wir eine Fräsung drin. Für eine Gewichtsersparnis wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das sieht. Wenn nicht, glaubt es mir einfach. So. Bei den Modellen sind ja original Washer verbaut. Ja. Halt Washer Kugellager, sorry. Es sind Kugellager verbaut. Bei dem Modell sind noch die Kugellager drin. Und bei dem Modell sind jetzt die Washer drin. Man merkt natürlich einen Unterschied beim Öffnen. Ja, es funktioniert trotzdem gut, aber es läuft nicht ganz so gut wie beim Kugellagern. Wenn man das jetzt zumachen möchte, ja, man sieht,
Es geht schon, aber nicht so flüssig. Und bei diesem Messer mit den Kugellagern läuft die Klinge natürlich besser beim Aufmachen und beim Schließen auch besser, ja, flüssiger. Wer ein Messer mit Spielspaß sucht, dann würde ich die Kugellager drin lassen, ja. Die Washer haben natürlich den Vorteil, dass sie mehr Stabilität bei seitlichen Krafteinwirkungen bieten. Mir persönlich gefallen Washer etwas besser, aber man hat ja hier den Vorteil, man bekommt die Washer mit dazu und kann das Messer dann selber auf Washer oder Kugellager umrüsten, wie man es möchte. Die Washer sehen so aus. Das sind richtig massive Bronzewascher. Und die Kugellager sind diese. Ich hoffe, man sieht es. Ah, Fokus. Jetzt. So, das sind die Kugellager. Ansonsten sind beide Modelle gleich. Das Arbeitsgebiet ist auch bei beiden Modellen gleich. Perfekt geeignet für alle leichten bis mittelschweren Schneidarbeiten im urbanen Bereich. Wir haben hier zwei absolute Schneidteufel. Natürlich kann man auch mit diesem Messer schnitzen. Nur hebeln würde ich eben damit nicht. Die Klingenspitze ist extrem fein ausgeführt. Ja, die würde mit Sicherheit brechen. Und die ist bei beiden Modellen so fein ausgeführt. So. Von der Größe und dem Gewicht wären es perfekte EDC-Messer. Leider sind diese Messer nicht 42A-konform und damit fallen diese Messer unter dem Führverbot in Deutschland. Ja, ich habe in meinem Video von diesem Messer eben geschrieben, dass man diese Daumenpins demontieren kann mit einem 8er Torx, aber dadurch die Messer trotzdem nicht 42A-konform sind. Da hat mir einer geschrieben, ja, das müsste man mal ausprobieren, Washer abmachen und ob es wirklich so ist, das brauche ich nicht, schaut euch an. Ich greife jetzt die Klinge vor dem Washer, drehe das Messer einfach nur um, ich brauche nichts machen und die Klinge öffnet sich. Also definitiv nicht 42A-konform. Aber das spielt für mich jetzt auch keine Rolle bei diesem Messer, wenn ich mir so ein Messer kaufe. Dann ist mir das von vornherein bewusst, ja. Und das ist auch kein Dealbreaker für mich, weil ich kann es trotzdem nutzen, ich kann es im Garten nutzen, ich kann es zu Hause nutzen. Und einige von euch nehmen es trotzdem mit unterwegs. Also ein Top EDC-Messer, nicht 42A-konform, ja. Also trotzdem. Tolles Messer. So. Jetzt habe ich hier, wie gesagt, beide Modelle, ja. Und ehrlich gesagt, brauche ich nur eins. Das habe ich ja bei der Kampagne gekauft, habe den David Korn damit unterstützt. Und das finde ich auch gut so. Damals gab es nur dieses Messer zur Auswahl. Und dieses eben nicht. Sonst hätte ich dieses bestellt. Aber jetzt habe ich beide. Und eigentlich brauche ich nicht beide Messer. Deshalb werde ich dieses wieder verkaufen. Ja, ich brauche natürlich auch Spielgeld für neue Messer, die ich auch im Kanal vorstellen kann. Wenn jemand Interesse an diesem Messer hat, kann sich gern bei mir melden. Ich schreibe eine E-Mail-Adresse in die Beschreibung.
Ich würde es für 190 Euro inklusive versicherten DHL-Versand abgeben, Bezahlung aber nur per PayPal und Versand nur innerhalb Deutschland. Ja. So. Habt ihr eigentlich auch doppelte Messermodelle? Also ich habe da einige, ich habe es leider jetzt nicht hier liegen. Ich habe ein Kindral zweimal, ich habe das SK09 zweimal, das Tuya Blackbird V2 habe ich doppelt. Leider habe ich die mir nicht zurechtgelegt, sonst würde ich sie kurz in die Kamera halten. Ja, manchmal kauft man Messer doppelt. Wie sieht es bei euch aus? Schreibt es gern mal in die Kommentare. Was habt ihr so für Modelle doppelt? Würde mich freuen. So, das soll es erstmal gewesen sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben. Und solltet ihr noch kein Abonnent sein, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Wir sehen uns im nächsten Video und tschüss.